Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge von World of Tanks, und wir fangen direkt hier mit dem Type 59 direkt los und hauen erstmal eine Runde. Ja, grammatikalisch voll falsch, aber egal. Wir suchen uns jetzt eine Runde und dann gucken wir mal, was passiert. Komm, zeiget mir. Ja. Kloster schon wieder. Hi, kommt irgendwie ganz schön auf die Karte. Ja, das finde ich wohl nicht ganz so toll. Ich glaube, diesmal fahre ich mal durch die Mitte. Ich bin die letzten zwei Mal links rumgefahren. Jetzt fahre ich mal durch die Mitte. Wobei, was könnte uns da entgegenkommen in der Mitte? Also ich glaube, links kommen uns die IS-8 und LM-103. Rechts kommen die wahrscheinlich die Fochs. Und die ISO und T-28 Brot. Also da kommen eigentlich eher die Jagdpanzer auf den dünnen Weg. Da ganz rechts auf der Karte bei so 8, 9. Ah, durch die Mitte. T-44. 1390, okay, die beiden könnten uns echt schon zum Verhängnis werden. Bei uns kommen dann vielleicht mit, ja... Auf geht's! Doof. Sollen wir das riskieren oder nicht? Ah, ich würde sagen, nur Risk noch fahren, wa? Ab durch die Mitte! Warum sagt er am Anfang der Runde, lade nach noch 45 Sekunden? Wir wissen alle, dass Franzosen Magazine haben und es lange dauert, dir nachzuladen. Braucht uns nicht noch unter die Nase halten. Ich meine, wenn er gerade im Gefecht ist und dann schießt und dann sind die anderen sich auf ihn verlassen wollen, der dann sagt, ja, ich lade gerade nach. Ist okay, aber warum jetzt? Wir haben nur ein WZ. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Warum kommt die Fochs hier hochgefahren? Und unser ganzes Team fährt links lang. Ich muss zugeben, das habe ich nicht erwartet. Wisst ihr was, wir sind mal richtig Arschloch-like und fahren mal zu einem anderen anderen großen Teil unseres Teams hin. Und das sind die beiden da hinten im Stich. Aus dem einfachen Grund, die beiden sind Stufe 6 und 5. Und wenn jetzt ein 9er kommt, habe ich sowieso keine Chance gegen die. Dann fahre ich lieber mal hier lang. Ah, kriegen wir jetzt den Schuss ab? Ja, ne? Ja. Oder? Was geil ist, auch das Spiel ja Physik und so hat. Das heißt, also ich könnte jetzt eigentlich hier rechts einfach direkt den Berg runterfahren und einfach selber umbringen. Ich könnte einfach da ins Wasser reinfahren. Und dann laufe ich langsam. Boah, ich weiß noch, ich stand hier mal mit dem Jagdpanzer, habe da quer einfach per Lack dahin geschossen und hab den erstmal direkt eine gegnerische Artillerie in die Luft gejagt. Das war auch cool. Das ist der Panzer, den ich meinte vor ein paar Folgen, wo ich dachte, dass ich den richtig scheiße fand. Der hier. Das ist richtig eklig, der Panzer. Richtig kacke. Wir haben aber hier einen Jagdtiger und... Ich wundere, dass die Fochs in die Mitte gegangen sind. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Wahrscheinlich deswegen, wa? Trotzdem komisch. Einmal durchfahren, Leute. Aha! Die Position hier. Könnt ihr euch gut merken, viele fallen da drauf rein. Während die ganz kurz vorrushen, guck ich mal ganz kurz, wenn ich da gerade Zeit mein Zug zu spammen. Jetzt, komm, so. Ich habe ganz kurz meinem Freund gesagt, dass ich jetzt gleich ganz kurz zurückschreiben kann. Der bitte aufhören soll, mich anzuschreiben. Du willst wahrscheinlich was schreiben wie, ist okay oder so. Ich habe vergessen vorher zu sagen, dass ich schicken will. Wir sind 6 Panzer hier. Der ging nicht durch. Outsider weg.
Alter. Sie kann jeden Moment reißen. Ich find's gut, dass es keine Artillerie gibt. Ich mag Chorgefechte ohne Artillerie. Wenn wir jetzt alle erobern, könnten wir es schaffen, als Erste zu sein. Aber sterben will ich jetzt hier nicht. Ich habe eine Idee. Ich meine, das haben wir sowieso verloren. Naja, Noob-Team. Ist okay. Munitionstreffer! Zum Glück ging's nicht hoch. So, dann schießen wir ihm jetzt mal die Ketten kaputt. Habe. Aber ich müssen zu lange braucht. Egal. Na, es war jetzt zwar... Naja, egal. Dann Dankeschön fürs Zuschauen in dieser Folge. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.